Und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FIFA 15 Karrieremodus mit Hamburger Sportverein, dritte Saison. Und wir haben gegen Mölde FK 2-0 gewonnen in der vorletzten Folge. Und jetzt 2-0 gewonnen gegen Werder Bremen im Nordderby 5.0. Und in dieser Folge geht's ran gegen den VfB Stuttgart. Wir schauen uns mal die Tabelle an. Dortmund, die hier auf Platz 1 rumrennen. Und ein Sieg nach dem anderen einfahren, bis auf einen. Bisher sind nur die Bayern ungeschlagen, wir sehen. HSV, wenn wir gegen Stuttgart gewinnen, gehen wir nicht nur, haben wir nicht nur richtig schön Abstand auf Stuttgart, sondern wir sind offiziell so richtig wieder dabei im Kampf um die internationalen Plätze. Und dann ist das, was Anfang zum Auftakt der Saison passiert ist, auch echt vergessen, glaube auch bei euch. Und wir schauen mal kurz wieder natürlich unsere E-Mails. Mali, der ist gar nicht so ein schlechter, den können wir auch auf die Wunschliste setzen. Also ich glaube, das Scouting, das klappt bei uns schon ganz gut zusammen. Ihr habt gute Vorschläge gemacht. Ich habe den einen oder anderen guten geholt und wir werden auch den einen oder anderen holen. Roger können wir mal scouten. Hammett. Ich scoute ja jetzt, wie gesagt, nur Leute, wo der Vertrag ausläuft, die wir in der Winterpause vielleicht holen können. Obwohl ich auf jeden Fall schon mal Rodriguez von Wolfsburg und Welbeck holen will als LV und Sturm für die kommende Staffel. Da schauen wir mal noch, was da so alles passieren wird. So. Nationalspieler. Junosovic, Paulsen, Giroud, Podolski und Wiltshire sind nicht dabei. Oh, wir möchten Ihnen versichern, dass wir trotz der Zweifel am Leistungsvermögen unseres Vereins zu Ihnen stehen und Sie bis auf Weiteres mit der Führung des Clubs betrauen möchten. Wir wissen, dass sie im Moment durch die Medien enorm unter Druck gesetzt werden und möchten ihnen mitteilen, dass wir sie trotzdem als wertvolles Mitglied der HSV-Familie schätzen. Ja, nie, ist klar. Blizzard oder Lison. Danke, dass sie mir das Vertrauen gegeben haben, obwohl ich keiner der Topspieler dieses Vereins bin. Ja, aber du kannst ein Topspieler werden. Und wir können ja mal kurz gucken. Ziele des HSVs. Warum das jetzt da oben ist bei Liga-Ziel ist, ich habe mir, ich glaube, 4,7 Millionen vom Vorstand geholt, noch in der Sommerpause, und habe dafür gesagt, alle klar, dafür schaffen wir auch einen Champions-League-Platz. Und deswegen sind wir noch nicht im Soll, überhaupt nicht im Soll. Und ich würde sagen, es ist nicht schlimm, im DFB-Pokal früher rausfallen als die letzten 16, wie es hier steht, oder das Viertelfinale nicht erreichen, Europa League. Das wird alles nicht so schlimm sein. Was eher schlimmer ist, ist, wo wir den Verein eher verlieren können, ist, wenn wir nicht das Ligaziel erreichen. Da macht FIFA meistens immer eher Radau als bei den Pokalen, weil es immer das Wichtigste überhaupt für den Verein ist, immer die Liga und nicht das andere. Ist so, auch wenn es natürlich jeder natürlich will, das ein oder andere Ziel zu erreichen. Und wenn man Europa League spielt, träumt jeder von Sieg von der Europa League, ist ja wohl logisch. Wir haben wieder den einen oder anderen hier, den wir noch scouten können angeblich. In FIFA 14 hatte ich, glaube ich, Erinnerung, dass man diesem Scout-System immer angeben konnte, dass man nur die Neulinge sieht. Das kann man irgendwie nicht mehr. Das nervt mich extrem. Da gab es immer diese Buttons, diese Icons, könnt ihr euch noch daran erinnern. Dann konnte man, glaube ich, Viereck oder so drücken und dann wurden nur die angezeigt, die neu gescoutet wurden und nicht die gerade gescoutet werden. Aber das gibt's irgendwie nicht mehr. Das ist extremst nervig. Und was man so schon für Gerüchte über FIFA 16 hört, glaube ich, wird sich das Scout-System eh in Zukunft wieder ändern. Schauen wir mal. Bin ich schon sehr gespannt. Es gibt leider noch keine öffentlichen, keine offiziellen, nicht öffentlichen Informationen, wann FIFA 16 rauskommt. Aber ich kann jetzt schon mal für alle, die sich das fragen, sagen, FIFA 13, 14, 15 sind immer zwischen dem 23. und 25. September rausgekommen. Also könnt ihr für das FIFA 16 auch schon mal einplanen, dass es Ende September rauskommen wird. So, in Deutschland ist schon alles zum Thema Vertragszeug abgelaufen und Wales fragt uns an, ob wir Nationaltrainer werden wollen. Ich hatte ja mal gesagt, ich will mal wieder Nationaltrainer sein. Ich bin mir aber noch unsicher. Wir können ja mal, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier die Ligen auch anschauen können von, jetzt hängt da, ist ja seit FIFA 15 so, wenn man auf Gruppen gehen will, dass er da sehr oft hängt. Also ich kann gerade nichts machen, falls ihr jetzt ein Bild seht, so jetzt. Ist ein bisschen nervig. Weiß auch nicht, was er da so lange laden muss immer.
Aber es gibt's eh nicht. Kannst du mir nicht angucken, leider. Sonst könnte man sich das nochmal angucken, oder? Ja, Wales ist schon ein interessanter Verein, aber ich glaube, ich warte da mal noch. Ich habe sogar noch hier so eine Möglichkeit, so ein Dings zu kaufen, dass wir ein Mega-Verein im Angebot kriegen. Schreibt das doch mal unter die Kommentare. Wollt ihr lieber mit mir einfach nur den HSV genießen oder würdet ihr auch gerne mal wollen? Ich hatte ja mal Österreich gehabt in der ersten Saison, habe es dann wieder nach 2 Folgen gecancelt, weil es nicht so viele Klicks gab und ich mich dann noch mehr um HSV kümmern wollte. Aber kommentiert doch mal unten, ob ihr es jetzt in der dritten Saison endlich auch haben wollt, ein Land zu nehmen. Wales werde ich jetzt auf jeden Fall nicht annehmen. Und dann machen wir so eine Art Voting. Ihr, lieben Zuschauer, dürft entscheiden, ja oder nein und nicht ich. So, machen wir das jetzt einfach mal. Und dann gucken wir mal weiter. So, Dominik Heinz möchte im Gehalt sprechen, können wir gerne machen, auch wenn ich gerne das Gehalt für die Winterpause bräuchte. Gucken wir mal, Martin Harnik, sein Vertrag läuft aus. Ja, wir können ihn mal auf die Wunschliste setzen, aber er passt eigentlich nicht mehr zu unserem Konzept. Auch die Santo, aber der ist, oh gut, 26, auch nicht mehr der Älteste, aber das kann man sich vielleicht nochmal als Ergänzung überlegen, falls Welbeck wir es nicht hinkriegen sollten mit ihm. Und mach jetzt mit Heinz Gehalt, weil wenn man das meistens nicht machen. Oh, Podolskis Vertrag läuft auch noch aus. Den will ich als Ergänzungsspieler schon, glaube ich, noch verlängern. Wenn man das meistens nicht macht, diese Wünsche, dann muss der automatisch auf die Bank oder schlechte, auf die Transfersliste und hat dann schlechte Laune. Und da kann er gerne noch ein Jahr verlängern. Ich sag jetzt mal, wichtiger Stammspieler kannst du werden. Ich mach mal auf 30.000. Auch wenn er das nicht will und sag aber dafür, nein, es geht nicht, na dann mache ich es nicht, sonst hätte ich 2 Jahre gesagt, aber das will er nicht. Also machen wir das so. Verhandlungen laufen und dann gehen wir weiter und schauen, gleich geht's los gegen Stuttgart. Und ich hoffe, dass Beister wieder trifft und dass es wieder erfolgreicher Fußball wird. So, Hammett gucken wir uns an. 28, hat nochmal ein gutes Ding, machen wir auf die Bank, auf die Wunschliste, Vertragsverlängerung, Heinz hat's gereicht, sehr gut, Spieler auskuriert, Tah ist wieder da, Leute, wird definitiv, oh, aber Giroud ist dafür verletzt, Giroud ist jetzt verletzt, Tah wird bestimmt noch nicht einsatzfähig sein, oh, gar nicht so schlecht, auf die Bank kann er auf jeden Fall schon mal, ich habe so viele Stürmer auf der Bank. Warum habe ich jetzt plötzlich so viele Stürme? Ach, weil ich nicht mehr RV und LV spiele. Wo ist er denn jetzt? Bin ich jetzt blöd? Wo ist er? Oh, Schrolleck. Da, ja, ich bin genau drauf. So. Kann ich Sie was fragen? Routinieren Sie auch mal. Ja, Dembélé hat eigentlich das Traumtor gemacht überhaupt. 6 Wochen verletzt Giroud und Tah kommt zurück und der nächste Abwehrspieler verletzt sich. Ja, super. Keita ist nix. Und wir gucken mal, es gibt wieder neue aus England, aber wohl nichts mehr Spannendes, deswegen werde ich jetzt mal das ändern und werde mal, hoppala, wie war das nochmal mit ändern, so war das, und werde mal hier jetzt sagen, eine Weltklasse soll er mal jetzt scouten, so, und ich werde dem hier aus Belgien, obwohl Dennis Breed ist noch gescoutet. Ich weiß nicht, blöderweise bleibt das ja nicht für die Ewigkeit. Den Mann wollen wir nämlich haben, aber ich weiß ja jetzt, wie er ist. Kann ja auch OM, das war ja die Idee. Und er wollte eigentlich schon kommen, aber die Zeit hat gefehlt. Und deswegen werde ich jetzt nämlich, wir sind jetzt hier in England, Spanien, Deutschland. Und ich würde nämlich ihn hier gerne mal Frankreich, glaube ich, machen wir mal. Frankreich und da gucken, ob es da ablösefreie gute Spieler gibt. Den schicken wir jetzt mal noch ein bisschen rum. Die anderen nicht, weil Spanien, England, Deutschland sind mir immer die wichtigsten Länder. Die werden nicht rumwandern. Gut, Kolumbien besiegt. Alles klar, wer hat Kolumbien besiegt? Uruguay hat Kolumbien besiegt. Schweden schlägt Finnland. Aha, Belgien gegen USA 0-0. Okay. Dann gehen wir auf ins Spiel. Ach ja, wir müssen erstmal Giroud rausnehmen. Das ist natürlich jetzt blöd. Ich weiß nicht, ob ich schon Tah einsetzen sollte. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal. Ich muss leider Chaplin reinnehmen. Ich meine, was heißt leider? So schlecht ist er auch wieder nicht. Und, Dembélé. Tah setzen wir dann später vielleicht ein und Ayan dann auf RV. Je nachdem, wie die Lage des Spiels ist.
Und dann geht's hier Schmitzkatz rein. Felix Dr. Brüch wird pfeifen. Endlich mal nicht nur Knut Kircher. Der Wolfgang Stark hat das sehr gut gemacht gegen Bremen, fand ich. Und wir schauen nochmal, wir nehmen nochmal, glaube ich, dasselbe 4-2-2. Das war das falsche 4-2-2. Warte mal, welches 4-2-2 hatten wir jetzt nochmal? Das 4-2-2 hatten wir. Und das nehme ich nochmal, weil das war erfolgreich. Lasse wieder Beister spielen, aber diesmal Martial, der hat eine super Form. Trigaros kann auch wieder spielen. Julian Brandt war jetzt nicht so stark. Lass jetzt mal Januzaj war auch nicht so stark. Lass mal wieder Podolski spielen, finde ich, ja? Wheelchair und Junuzovic. Eigentlich wollte ich ja mal Junuzovic auf OM testen, aber das mache ich jetzt nicht, weil die Aufstellung erfolgreich war gegen Bremen. Will ich sie jetzt auch nicht kaputt machen, ehrlich gesagt. Mein Gott, wir sind jetzt schon bei der 104. Folge, wenn ich jetzt richtig liege. Dritten Saison, und ich glaube, wir hatten noch nie, jeder, der jetzt schon lange dabei ist, ich glaube, wir hatten noch nie so viele Verletzte. Wir hatten mal einen Verletzten, aber was hier diese Saison passiert, ist nicht mehr normal. So, aber wenigstens gehen die Formen überall hoch und das macht mich richtig glücklich irgendwie gerade. Und ich hoffe, dass jetzt wirklich offiziell Beister diesen Titel bekommen kann. Beister is back. Das würde mich so extremst freuen, wenn er wieder heute treffen würde. So, wir gucken mal, Berami lasse ich auch dabei, der war nicht so schlecht im letzten Spiel. Werde auf jeden Fall mal Kane für Paulsen bringen, warum nicht? Immerhin Jugendspieler des Jahres in England geworden und Paulsen eh nicht so stark zurzeit, obwohl... Nein, wir bleiben so, alles klar, perfekt. Gut, dann... und schon wieder habe ich was Wichtiges vergessen. Wie gesagt, wenn ich die Aufstellung in Zukunft mag, werde ich das einstellen. Das werde ich dann also nicht in jeder Folge machen, aber solange ich mir noch nicht sicher bin, dass ich auch mit dieser Aufstellung in Zukunft spielen werde. Ändere ich es immer erst kurz vorm Spiel. Auf geht's. Hamburger SV empfängt im Volksparkstadion VfB Stuttgart. Also, wenn ich jetzt nochmal richtig liege, sonst lege ich mir jetzt ein Ei. Aber ich glaube, bei richtig Platz 9 gegen Platz 12. Und auch wenn die Aufstellung nicht gezeigt wird, kann ich ja mal kurz beantworten, ist noch was erzählen. Letzte Saison gab es in jedem Spiel im Hin- und Rück 4 Tore jeweils. Im Hinspiel haben wir hier zu Hause 4-0 gewonnen und in Stuttgart dann ein 2-2. Also Tore wohl mit Ansage gegen Stuttgart. Und mal gucken, wie das Spiel wird. Chaplin schon mal mit einem guten Einsatz. Ibisevic. Gentner. Und Heinz. Ayan ist da. Heinz. Konter. Junuzovic. Beister startet. Oh, Beister ist ja ein Flitzer, das wissen wir alle. Nicht kopfballstark, aber ein Flitzer, aber nicht gut umgesetzt. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen. Podolski. Nein, das ist doch das Podolski. Sehr schön auf Beister. Emre Can und Podolski kriegt den Ball noch, aber ich glaube, es zählt als Abseits. Ah, das war nicht gut von mir gemacht. Hätte man mehr draus machen können. Und für mich eine Fehlentscheidung, ehrlich gesagt. Diskutiert mal mit. War das für euch Abseits? Ich fand, das war gleich. Ehrlich gesagt. Für mich war das gleich. Hoppala. Falsch gegrätscht. Emre Can, jetzt muss er sich ein bisschen beeilen. Oh, das war nice gespielt. Werner. Fast auch zum HSV mal gekommen. Und Chaplin, mit dem ich schon wieder falsch laufe. Und die Schussmöglichkeit. Für den Kapitän von Gentner. Ab wäre geschlagen gewesen, aber ich glaube, jetzt hat man jetzt nicht gesehen, ob der ging einen ganzen Meter daneben. So, alle raus. Und, ach, ich habe jetzt ja gar keinen drin, der Kopfball stark vorne ist. Emre Can. Wheelchair. Der wird auch in dieser Saison von Spiel zu Spiel immer stärker, finde ich. Chaplin. Ah, bin ich mit Trigaros extra noch hingerannt, weil ich habe schon gesehen, dass es ein Fehlpass wird. Harnik, den wir auch auf unserer Beobachtungsliste haben, weil sein Vertrag läuft bei Stuttgart aus. Und, warte mal, lange auf Vorteil gewartet, der Dr. Brüch. Fand ich jetzt. Und Freistoß, Maxim für den VfB Stuttgart. Die ein bisschen besser mal wieder anfangen hier in dem Spiel, so wie schon Bremen. Im letzten Bundesligaspiel, aber das sagt gar nichts. Wir haben nämlich 2-0 gewonnen. Wir schauen,
Europa League-Spiel Liverpool gegen Stuttgart. Wie gesagt, da sind ja leider nicht die ganz korrekten drin. Ich weiß nicht warum. Ich hatte euch ja gefragt, ob es bei euch auch schon mal so vorkam, dass ihr die nächste Saison simuliert habt. Und dann plötzlich waren andere in der Europa League oder sind andere aufgestiegen. So war es leider bei mir jetzt hier in der dritten Saison. Kapiere ich bis heute noch nicht. Kann sein, dass ich rumgebastelt habe und neue Trainernamen, echte Stadionnamen, alles eingebaut habe. Weiß ich nicht, ob es das war. Chaplin. Trigaros. Martial auf Beister. Beister. Das war zu schwach im Zweikampf. Falten. Werner. Rausch und Wiltshire. Es muss einen Wurf vom Hamburger Sportverein geben. Wiltshire. Chaplin. Schön auf die andere Seite auf Emre Can so rum. Und Podolski heute mal wieder in der Partie. Oh, harter Einsatz hier. Dr. Brüch gibt Gelb für Klein. Florian Klein nach 23 Minuten die gelbe Karte. So, ich mache einen Freistoß rein. Eine Ecke oder einen Freistoß ja rein. Was labere ich denn da? Und die war gar nicht mal so schlecht. Und Flatschudimos. Oh, ich glaube, da hat sich einer bei uns verletzt. Bitte nicht. Bitte nicht. Das müsste Martial gewesen sein. Ich hoffe, ich glaube, er steht auch wieder, sonst hätte das Spiel schon pausiert. Ja, man sieht es unten auf dem Radar noch. Er ist noch im 16er. Und wir müssen aufpassen, dass wir jetzt keinen kassieren. Deswegen Chance für Stuttgart und Trapp. Was für eine Wahnsinnsparade von ihm. Ist er endlich auch angekommen bei Hamburg in dieser Saison, ja? Gut gehalten schon gegen Bremen. Und jetzt so eine schöne Aktion von ihm. Und kann sich auch gerne bei der Defensive beschweren. Das war nämlich wieder nicht gut gemacht von mir. Und Martin Allen, da kommt das Verletzungszeichen. Ach, ja. Ich warte noch ein bisschen. Manchmal, wenn es nur eine leichte Verletzung ist, geht das Zeichen wieder weg und es läuft. Wenn wir Pech haben. Aber die nächsten Verletzten. Zum Glück haben wir noch einige Stürmer am Start beim Hamburger Sportverein. Rodriguez haben wir ja auch noch ausgeliehen. Ich glaube von Barcelona, wenn ich richtig bin. Und Trigaros. Und die Chance für Gentner und das Tor. Mal wieder ein Gegentor. Schade. Und ich gucke jetzt mal. Die Verbindung zu EA Server wird unterbrochen. Schon wieder. Heute hat irgendwie EA extreme Serverprobleme. Martial geht raus. Und ich bringe Kane. Jetzt können wir wenigstens hohe Bälle spielen auch. Ganz blöd. Ayan nicht am Mann. Meldet auch noch Abseits, aber das war definitiv kein Abseits. Und da kommt das 0:1. Drittes Tor für Christian Gentner in dieser Saison. Chaplin. Trigaros, nicht gut gemacht. Also die rechte Seite gefällt mir heute nicht. Und ich finde auch, Trigaros spielt besser, wenn Ayan RV ist. Aber wegen Verletzungsgründen geht das leider nicht anders, gerade beim Hamburger Sportverein. Ayan klärt zur Ecke. So, machen wir mal, wenn es möglich ist, auf Pressing. Und die machen eine kurze Ecke, wie es aussieht. Die Stuttgart, war eine Traumegge. Und Heinz mit Einwurf. Kane hilft hinten aus. Oh, zum Glück keine Ecke, sehr gut, Kane. Chaplin. Kane. Der macht das schon ganz gut, der hilft da hinten aus. Macht den Flügelwechsel und dann das Spiel breit. Podolski auf Beister. Sehr schön von Beister. Und das ist vielleicht Trigaros selbst angeschossen oder Trigaros. Tor 1:1. Das war jetzt aber peinlich von Stuttgart. 1:1. Und Beister, schöne Flanke. Dann, wo auch immer der Ball ist, Trigaros steht schnell wieder sehr gut und macht das Tor. Nice. Der kommt auch so langsam. Drittes Tor, glaube ich, schon in dieser Saison. Für ihn. Ich weiß nicht, ob alle Bundesliga, aber ich weiß, drittes Tor. Müsste es sein. Ja, alle Bundesliga. Also, die Außenposition, ihn einzusetzen, das war schlau. Da wird er so langsam was. Ich meine, bisher ist beim HSV noch keiner wirklich 100% irgendwas. Aber schon mal besser. Und Kane ist ins Spiel gekommen. Ich finde, er hat so ein bisschen
Schwung in die Mannschaft reingebracht. Der Jugendstar aus England, so ist er jetzt ausgezeichnet worden. Ich sag das so gerne, weil ich das cool finde, dass wir den haben. Kriegerhorst, der Mann, der das Tor gemacht hat zum 1:1. Beister. Junosovic, sehr schön auf Wiltshire. Außenriss auf Beister von Wiltshire. Wieder Wiltshire. So, was mache ich? Keiner kommt mit, doch da ist Chaplin mit der Flanke. Oh, schade. Kane, das ist wieder schön an ihm. Der ist kopfballstark und ich hoffe, dass er noch richtig stärker wird. Noch reicht das einfach nicht für Stammspieler, finde ich. Und schon wieder Chaplin, der sich da ein bisschen leicht austricksen lässt. So, nur aufpassen im 16er-Raum. Harnik. Rausch. Wieder Harnik. Und Chaplin klärt zum Einwurf. Gibt es aber nicht mehr. 1:1. Ich denke, das wird nicht so ausgehen, das Spiel. Denn wir wissen ja, 4:0 haben wir im Hinspiel gewonnen und 2:2 im Rückspiel der letzten Saison. Ich glaube, es werden noch Tore fallen. So, und dann schauen wir mal Halbzeitergebnisse. Köln gegen Hoffenheim 0:0. Mainz führt gegen Hannover 2:0. Dortmund schon wieder in Führung gegen Frankfurt 2:0. Bayern führen gegen Freiburg 2:0. Also die beiden rennen weg. Wie es aussieht, Hertha, Leverkusen spielen heute noch. Wolfsburg und Schalke 1:0. So, und ich mache keine Wechsel, weil ich fand es jetzt am Ende, seit Kane drin ist, gar nicht so schlecht. Und haben auch nur noch zwei Wechsel. Man wissen nie, was passiert. Und HSV hat ja viele Verletzungspech zurzeit. So, jetzt fangen wir an. Von rechts nach links mit mal einem... Oh, jetzt, wenn ihr gerade einen Knack gehört habt. Ich bin hier gerade ins Mikro gekommen. Mit einem sehr weiten Rückpass zum Trapp. Beister. Komm schon, bleibt da dran, Trigger-Horst. Das war nicht gut von Beister. Ein Kandidat heute, leider bisher, den ich jetzt bald auswechseln könnte. Mal sehen. Vielleicht kommt er noch. Einwurf Stuttgart. Weil Trigger-Horst zuletzt dran war. Kommt Trigger-Horst, geht er hoch. Sehr schön, er bleibt aber nicht dran. Schade. Rausch. Und jetzt ein bisschen Freiraum für Stuttgart. Das gefällt mir nicht. Aber Ayan, der wird immer besser und besser. Das freut mich. Wenn dann erstmal Tat zurück ist, könnte das eine sehr starke Defensive werden. Oder Innenverteidigung überhaupt. Jetzt Trigger-Horst. Ist schon ein bisschen langsam. Der wird immer schnell müde. Das macht er richtig nice, der Trigger-Horst. Wo ist Kane? Leider Beister, aber er macht das Tor! Beister, er macht ein Kopfballtor. Könnt ihr das fassen? Beister mit einem Oberknaller. Wunderschön aber vorgelegt. Und Beister ist back, Leute. Richtig nice. Ich glaube, Rüdiger, der eigentlich so kopfballstark ist, verliert den Kopfball. Und wir gehen in Führung. Zwei Spiele gemacht, wo er jedes Mal trifft. Und drei Tore hat er jetzt in der Liga. Der Maximilian Beister. Und ich glaube, die Vorlage, ich habe es ganz aufgepasst, war doch von Trigger-Horst, ne? Zum Thema Trigger-Horst ist schlecht, den soll man loswerden und dafür Dennis Breit holen. Weil er hat ein Tor gemacht und eine Vorlage. Vielleicht versuchen wir Breit anders zu holen, weil den ich auf jeden Fall gerne haben. Und behalten Trigger-Horst, weil irgendwie, ich mag ihn einfach irgendwie. Ich hoffe, dass er einfach noch weiter sich durchsetzen kann. Vielleicht kann er das jetzt eher, weil Holtby weg ist. Schauen wir mal. Holtby vermisse ich immer noch ein bisschen, aber das Thema muss man einfach abhaken und nach vorne blicken. Das ist immer im Fußball so. Ist ganz normal. Ich denke, allen Dortmundern hat es auch wehgetan, dass Götze ging. Aber heute stört es keinen mehr. Außer Götze trifft gegen die Dortmunder. Chaplin, was auch immer er da vorne vorhat, war gar nicht so schlecht. Ah, Harnik. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Und guter Ball! Timo Werner! Aber
Nur Außennetz. So, muss ja gleich mal auch ein paar Wechsel noch machen. Ein oder zwei, wir haben nur noch zwei, weil Martinal ist verletzt schon raus. Wiltshire, Kane, er ist reingekommen und hat das Spiel aufgedreht. Das muss man mal einfach mal sagen auch. Beister, schade, angespielt. Panik. Und ist leider, aber so ist es, mit der Aufstellung kommen wir gerade besser zurecht als mit der alten erfolgreichen Aufstellung aus der zweiten Saison. Bayer, und da ist Trapp! Noch dran, glaube ich, gewesen. Was war das denn? War der jetzt frei? Was ist denn hier los? Ibisevic! So, machen wir mal Wechsel. Und zwar bringe ich Julian Brandt für Podolski, obwohl Januzaj war auch nicht so schlecht. Aber ich werde erstmal keinen weiteren Wechsel machen und werde, weil er noch nicht ganz fit ist, Tah vielleicht gleich noch bringen. Wie viele Minuten haben wir denn? Ja, ich warte noch ein bisschen, weil Tah ist noch nicht ganz fit. Und dann bringen wir Tah wohl für Chaplin und Ayan geht rechts rüber, dass der ganz schnell fit wird. Weil der hat mir in dem letzten Spiel, wo er sich verletzt hatte noch, hat er mir richtig gut gefallen. Und der eine oder andere von euch möchte auch unbedingt ihn sehen. Und ich bin auch gar nicht abgeneigt, ehrlich gesagt, ihn zu behalten und ihn auch sogar als Stammspieler einzusetzen. Ich glaube, der hat Potenzial. Kane. Das ist Wiltshire. Richtig nice. Trigoros macht auch noch eine Torvorlage. Leider nicht ganz, weil Kane nicht richtig da stand, wo er stehen sollte bei einer Flanke. Ah, Ayan, ein bisschen verbockt. Grätschen wir rein und hauen das mal um. Ayan, verbockt er mir jetzt den Wechsel mit Tah? Na, nur eine gelbe Karte, aber ich mache das trotzdem jetzt mal, auch wenn er gelb gesehen hat. Chaplin raus und ich bringe Tah rein. Der soll schnellstmöglich in die Form wiederkommen. Und dann mit Heinz, Tah, Emre Can und Ayan hätten wir eine Wahnsinnsabwehr, glaube ich zumindest. Und dann brauchen die noch ein halbes Jahr, ja. Dann sind die unschlagbar, glaube ich, weil das alles junge Megaspieler sind. Emre Can ist noch so eine Sache. Der wird dann irgendwann wahrscheinlich DM spielen. Und Rodriguez dann da. Rodriguez halt nicht mehr der Jüngste. Obwohl, ich glaube, der ist gerade erst 24, 25, oder? Und jetzt müssen wir mal aufpassen. Und ich glaube, es gibt Elfmeter. Das war ja mal wieder was. Elfmeter. Jetzt muss ich Trapp mal richtig beweisen. 2-2 gab es im Rückspiel in Stuttgart in der Mercedes-Benz-Arena. In der zweiten Saison wird es wieder ein 2-2. Scherer kommt für Harnik und wir hoffen, dass einfach Trapp den Ball gegen Ginzek halten kann. Oder vielleicht rutscht ja auch Ginzek so aus wie die Bayern-Spieler im DFB-Pokal gegen Dortmund. Er schießt drüber! Er schießt drüber! Oh, mir fällt ein Stein vom Herzen. Er wollte lüpfen. Ich hatte gedacht, er schießt auf die linke Ecke. Da habe ich Trapp auch hingeschickt. So, und jetzt alle raus. Wo ist Kane? Das ist, wer ist denn Kane? Das müsste Beißer sein. Kane müsste da sein, oder? Weil der ist kopfballstark. Der kann die Bälle runterholen. Das war aber, glaube ich, ich habe zu Beißer gespielt, nicht zu Kane. So, und wir spielen jetzt mal auf Konter und gehen eine Runde defensiver. Und müssen da den Ball jetzt loswerden. Und der Schuss und weg. Da war das erstmal am Ball. Beister auf Konter mit Kane, Brandt. Kane. Ah. Bisschen blöd gelaufen. Sehr schön, Junosovic. Oh, Wiltshire war noch dran. Jetzt ein bisschen viel Hektik gerade in der Partie. Wir müssen eigentlich mal als Führende ein bisschen Ruhe reinbringen, finde ich. Rudiger. Royas. Und die Flanke, da ist wieder Tah dran. Glaube ich zumindest. Ja, es war er. Und, jetzt könnten wir wirklich auf Konter spielen. Aber es läuft noch nicht. Und Abseits. Schade, ich hätte jetzt über den Konter gespielt. So, was machen wir?
Schade, die war gut auf Julian Brandt. Jetzt müssen wir aufpassen, hätten wir ein bisschen auf Safe mehr spielen sollen. Tar ist wieder da. Das kann man jetzt wirklich mal sagen. Aber was ist jetzt los? Gibt es den nächsten Elfmeter? Nein. Es gibt noch das 2-2. Ah! Das gucken wir uns mal genau an. Das war echt nicht gut verteidigt. Aber das war... Ich habe kaum einen gespielt. Also an mir lag es nicht, Leute. Scheiße. So, bevor Anpfiff ist, mache ich jetzt mal hier nochmal voller Druck. Alles nach oben. Und sage gleich mal einen Laufpass. Und renne mit Junosovic los. Und versuche da noch irgendein Wunder rauszuholen aus der ganzen Geschichte. Och, Beister, wenn du das jetzt ordentlich machst, dann wäre das wirklich eine gute Sache noch gewesen. Ah! 1-2-2, schon wieder 4 Tore in einem Spiel, aber leider nur 1-2-2. Ah, ich finde trotzdem, dass wir seit dem Bremen-Spiel besseren Fußball spielen. Ganz ehrlich. Und wir sind nicht so weit weg von den internationalen Plätzen, auch durch das Unentschieden nicht. Das gucken wir uns jetzt mal in Ruhe an. Dortmunder gewinnen mal 4-0 so gegen Frankfurt, ne? Und jetzt schauen wir uns mal die Tabelle an. Wir sehen, Achter sind sogar hochgekommen in Position, trotz Unentschieden. Und wir sehen, das nächste Spiel, weiß ich jetzt gerade gar nicht, gegen wen das ist. Das nächste Spiel ist dann gegen Freiburg, gegen den Aufsteiger, den inoffiziellen Aufsteiger, wer das mitverfolgt hatte Anfang dieser Saison und Ende letzter Saison. Die sind 17. und kämpfen im Abstieg, also wir kennen das ja, ich habe das schon öfter gesagt diese Saison. Das sind so Gegner, die muss man schlagen, aber darf man nicht unterschätzen. Das haben wir auch schon diese Saison und haben dann die richtig peinlich verloren oder unentschieden gespielt, wie gegen Hannover oder Köln. Und wenn wir es gewinnen sollten, haben wir 16 Punkte und könnten auf Platz 5. Und dann könnte man vielleicht den Anschluss an die Champions-League-Plätze wieder kriegen. Also es ist nicht so schlimm. Es tut natürlich schon weh. Gladbach spielt ja auch noch, Nürnberg spielt auch noch. Also wir können doch noch ein bisschen runterfallen. Das schauen wir uns dann in der nächsten Folge aber auch an. Und in der nächsten Folge schnuppern wir auch nochmal, wie die zweite Liga aussieht. Ich freue mich bis dahin. Danke fürs Zuschauen und wir schaffen das, Leute. Together und sowas. Bis dann. Tschüss.